So Leute, heute zeige ich euch mal, wie ich Farben zusammen mische, von denen ich weiß, dass ich sie häufig brauche und also auch in größeren Mengen. Ich habe da solche Blender-Bottles gekauft. In diesen Blender-Bottles befindet sich ein sogenannter Blender-Ball. Das ist so ein Drahtball. Und man kann, es ist eigentlich dafür gedacht, um Teig zu mischen oder Sahne zu schlagen sogar. Ich wüsste gar nicht, ob ich da genug Kraft hätte. Dann habe ich jeweils die 100 Milliliter, 100, 200, 300, 400 gekennzeichnet mit einem Permanentstift, damit das besser zu sehen ist. Ich fülle als erstes, eigentlich stelle ich nie was in die Wanne, weil immer was nass ist, aber okay, ausnahmsweise. Kann man es sehen? Nee. Ich fülle jetzt als erstes ein Teil Fluidrol ein. Durch die schwarzen Striche kann ich es gut verfolgen. 100 Milliliter Fluidrol. Milliliter Bastelleim, um das teure Fluidrol zu verlängern. Bastelleim muss PVA enthalten. Und dann 100 Milliliter von der Farbe meiner Wahl, dieses hier ist Cadmiumrot, hell. Von Lukas. Lukas sind gute Farben. Da braucht man hinterher mehr Wasser. Schön viel Farbe, sind 100 Milliliter. Aber das Mut, das Mut. Rot werde ich ja auch häufig benutzen. Rot ist eine meiner liebsten Farben. Neben Blau. Und so riesige Leinwände, dass ich also einen solchen Wahnsinnsbecher bereits mit einem Guss aufhätte, mache ich nicht. So, das war das Rot. Dann kommt der Ball hinein, der Deckel drauf. Und dann shake it, baby. Diese Weise mache ich mir dann zumindest eine große Blender-Bottle. Ich habe die von Amazon, aber ich fürchte, ich habe den gegenwärtigen Bestand aufgekauft. Mache ich eine Blender-Bottle von den sogenannten Primärfarben, beziehungsweise von den Farben, die ich immer wieder benutze. Gleich geht's weiter. So, ich habe jeweils eine Blender-Bottle mit Magenta und eine mit Gelb und eine mit Rot und eine mit Orange hergestellt und noch keinerlei Wasser und auch kein Silikon drin. Das kommt erst im zweiten Akt, wenn ich dann kleinere Becher mit diesen Farben vorbereite für ein Pour. Für den Mix mit Wasser und Silikon benutze ich dann kleine Urinbecher und bediene mich aus den großen vorbereiteten Bechern.
Auch die habe ich wieder mit den Strichen versehen, für die bessere Übersicht. Ich habe immer das Problem bisher gehabt, dass ich zu wenig Farbe genommen habe. Ich fange jetzt hier an mit 100 Millilitern von der angerührten Farbe. Das hier ist ein 2020, eine 2020 Leinwand. Die amerikanische Faustregel, dass also ein Square Inch gleich ein Milliliter, 100, nee, 10 Milliliter sind, bezieht sich auf Resin. Das wäre also für Farbe viel zu wenig. Ich muss jetzt überlegen, hier fehlt jetzt noch Wasser, destilliertes Wasser, 4 Milliliter auf einmal, nicht mehr, weil es sonst bricht. Und dann schüttel ich auch nicht mehr, sondern benutze diese Mundspatel, um dann auch die Konsistenz zu überprüfen. Wenn es so runterläuft, ist es eigentlich gut. Durch den vielen Anteil von Floetrol braucht man auch gar nicht so viel Wasser. Die Farbe ist dann schon von vornherein recht flüssig. So. Die letzte Farbe noch mal, um es zu zeigen. 40 Milliliter vorgefertigte Farbe aus dem großen Pott. Dann mit dem Mundspatel die Konsistenz testen. Zu dick. Destilliertes Wasser mit der Pipette hinzu. 4 Milliliter jedes Mal. Immer noch zu dick. Immer noch zu dick. Rot hat sehr viele Pigmente offenbar. Immer noch. So, jetzt aber. Da ist schon mindestens 12 Milliliter drinne. Jetzt rinnt es schön. Und kann als fertig bezeichnet werden. So, mein großes Problem ist, dass ich bisher immer zu wenig genommen habe. Deswegen habe ich mir für das metrische Verhältnis folgende einfache Faustregel ausgedacht. 20 mal 20 sind 440, nicht, sondern 400. Also 400 dann durch 10 sind 40 Milliliter und das mal 3. 120 Milliliter. Das kommt mir trotzdem jetzt noch ein bisschen wenig vor. Ich habe im Internet von einer Dame gelesen, bei einem 30-30 Canvas, also noch 10 cm länger, reicht ein Becher. Das sind 200 Milliliter. Also würde ich sagen, bei diesem 2020 160 Milliliter oder sowas in der Gegend. Ich probiere es einfach mal aus. Das ist meine riesen Whiskware Flasche für Weiß, von dem man ja am meisten braucht. Alle Farben sind vorbereitet und
Jetzt kurz vorm Gießen tue ich erst in jede vorbereitete Farbe wenig Silikon. Da muss man aufpassen, gerade bei dieser Flasche. Da kommt immer viel mehr raus, als man möchte. Ich möchte nämlich eigentlich nur 3 Tropfen. Pro 30 Milliliter. Alles andere wird zu viel. Ein paar Tropfen gehen auf die Leinwand, das kann ja vielleicht auch einen ganz lustigen Effekt geben. In Weiß kommt kein Silikon. Und jetzt fange ich an, einen Dirty Cup vorzubereiten. Ich fange an mit ziemlich viel Weiß. Und dann eine Reihenfolge, die mir gefällt, von der ich denke, sie könnte gut sein. Nur ganz leicht durchrühren wegen des Silikons. Je mehr man rührt, desto kleiner sind nämlich die Zellen, die man bekommt. Und ich will wirklich diesmal nicht so geizig sein wie sonst immer. Das ist übrigens ein 300 Milliliter Becher. Das ist natürlich dann zu viel. Kleines bisschen Weiß immer zwischen den Farben. Ja, wenn man so weit von oben gießt, dann dringt es immer gleich bis auf den Grund vor. Ja, etwas Weiß dazwischen. So, jetzt vielleicht mal Zeit für ein schönes Magenta. Weiß. Phthalo-Blau. Nicht zu viele dunkle Farben, sonst wird das ganze Bild zu dunkel. Jetzt mal ein freundliches Rot. Nicht zu sparsam. Vielleicht noch mal ein anderes Blau. Gelb, gelb ist wichtig. Gelb geht oft verloren. Bleibt unter den anderen Farben versteckt. Ich mache nicht zu viel Farbtheorie. Erstens bin ich kein Theoretiker und zweitens, seit ich angefangen habe nachzudenken über Dichte und Schwere und was weiß ich nicht alles, sind meine Bilder schlechter geworden. Zu viel Theorie ist gar nicht gesund. Jetzt noch mal Weiß. Was ist denn das jetzt genug?
Sieht in der Tasse schon so muddy aus. Ich habe Angst, dass es hässlich wird. Ein paar Zellen sehe ich allerdings schon. Leider ist hier die 200 Milliliter Marke nicht angegeben auf diesem durchsichtigen Becher. Ich schließe ab mit Weiß. Also erstmal so sieht der Becher jetzt aus. Von der Seite. Ach, es ist ja sowieso immer nur ein Glücksspiel. Runterlaufen lassen. Und Daumen drücken. Endlich habe ich mal genug genommen. Genug Farbe, meine ich. Den Muddy-Kram lasse ich jetzt hier. Ist was Blaues noch. Jetzt muss ich meine Handschuhe einsetzen, um die Ecken hinzukriegen. Langsam tilten, Dörte. Langsam. Ich würde fast sagen, an diesem Bild werde ich gar nicht groß herumtortschen. Das gefällt mir so, wie es ist. Und jetzt noch die eine oder andere kleine Zelle rauszukitzeln, weiß ich nicht. Mal ganz vorsichtig anfangen, wie das wirkt, aber ganz oben. Kommen diese kleinen Mini-Zellen, ich weiß nicht, ob ich die möchte. Vielleicht hier in der langweiligeren Ecke, aber sonst nicht. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.